Was wäre wenn? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sims 4 Challenge auf meinem Kanal. Ich werde die Real Legacy Challenge spielen und du bestimmst, was auf diesem Rad stehen wird. Wird es nur positive Sachen geben oder gibt es doch hin und wieder schlimme Schicksalsschläge? Für dieses Let's Play habe ich mir einen besonderen Sim ausgesucht. Wir Menschen fragen uns ja oft gewisse Fragen, die Was-wäre-wenn-Fragen. Was wäre, wenn ich doch in eine andere Stadt gezogen wäre? Was wäre, wenn ich Gedanken lesen könnte? Was wäre, wenn ich doch studiert hätte? Was ist deine Was-wäre-wenn-Frage? Schreib es unten in die Kommentare. Meine aktuelle Frage ist, was wäre, wenn Ferdinand Feind nie in einem Waisenhaus gelandet wäre, nie auf Solani gelebt hätte und zusammen mit seiner Familie aufgewachsen wäre? Ferdinand Feind war mein allererster Hauptcharakter hier auf YouTube. Ich mag ihn sehr. Seine unberechenbare Ader hat mir sehr gefallen. Doch auch das wird sich vielleicht ändern. Ferdinand Feind sieht sehr besonders aus. Er hat eher ein unförmiges Gesicht, eine große Nase und Lippen, doch er hat ein sehr gutes Herz. Glaube ich zumindest. Was die Zukunft jetzt zeigt, werden wir einfach sehen. Ich liebe es, mit den Genen zu experimentieren. Das erklärt halt sein Äußeres. Bis zu welcher Generation wird er die Gene weitervererben? Wird er jemals Kinder bekommen? Wird er ein glückliches Leben führen können? Doch einen negativen Punkt wird es auf dem Rad geben. Sollte das Rad darauf stehen bleiben, ist die Challenge sofort vorbei. Und der Punkt heißt, es war alles nur ein Traum, Ferdinand Feind ist doch im Waisenhaus gelandet. Ab diesem Punkt, ja, ist die Challenge vorbei und wir müssen uns dann was anderes überlegen. Diesen Punkt wird es auf jeden Fall bis zum Teenageralter geben. Was alles noch in seinem Leben passiert, das bestimmt ihr. Und natürlich das Schicksalsrad. Als das Erweiterungspack Sims 4 Zusammenwachsen rauskam, dachte ich mir, Sun Sequoia wäre perfekt, um eine neue Familiengeschichte zu schreiben. Und das natürlich mit Ferdinand Feind. Die komplette Welt wurde von mir umgebaut. Ich habe wirklich viele Stunden darin verbracht. Und ich liebe diese Welt jetzt einfach. Es sind neue Nachbarn eingezogen, darunter auch ein paar bekannte Gesichter, die jedoch in einer anderen Welt leben. Falls du Lust hast, mir Sims für dieses Let's Play zu erstellen, kannst du das gerne tun. Lade deinen Sim oder komplette Familien oder Haustiere, wie du möchtest, einfach in die Galerie unter dem Hashtag eine feine Familiengeschichte hoch. Diesen Hashtag findest du auch in der Videobeschreibung. Tob dich also aus. Ich zeige euch noch schnell die Welt und die Familie von Ferdinand Feind. Und natürlich müssen wir heute direkt am Rad drehen. Denn ja, ich bin mir noch ziemlich unsicher, welchen Beruf die Eltern haben und generell, wie viel Geld sie zur Verfügung haben. Immerhin haben sie ein schönes Haus. Ihr könnt ja schon mal fleißig sein und weitere Vorschläge in die Kommentare schreiben. Was soll noch auf diesem Rad stehen? Du bestimmst das Schicksal von Ferdinand Feind. Und da ist er, Ferdinand Feind. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir sehr viel Spaß bei dieser neuen Reihe. Ich bin sehr gespannt, wie das Leben von Ferdinand Feind verlaufen wird. Ich werde dir erstmal die Familie vorstellen, dann zeige ich dir kurz die Welt. Das ist noch keine normale Folge, es ist einfach eine Eröffnungsfolge. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Sie hast du ja schon bereits gesehen, das ist Franka Feind, die Mutter von Ferdinand Feind. Und ich hoffe, sie kokelt uns hier nicht ab. Und das ist Freddy Feind, der Papa von Ferdinand. Und anscheinend hat es schon irgendwas zu meckern. Ja, zusammen wohnen sie hier in diesem wunderschönen Haus in Sun Sequoia. Und wie du siehst, hat Ferdinand Feind hier schon ein Baumhaus. Also ich hoffe, dass es irgendwann mal ein Baumhaus daraus wird. Ich zeige dir schnell die Aufteilung vom Haus. Also hier ist der Eingang, ein kleiner Flur. Hier kommt man in eine relativ große Küche. Hier hat Ferdinand so einen kleinen Laufstall. Hier ist das elterliche Schlafzimmer. Das Wohnzimmer mit einer großen Terrassentür. Die obere Etage, hier ist das Zimmer von Ferdinand Feind. Also ein richtig schönes Großzimmer. Hier ist ein zweites Badezimmer, ein größerer Flur, ein Waschbereich und ja, noch ein Arbeitszimmer. Ich bin mir noch unsicher, was die Eltern beruflich machen, ob sie wirklich so ein Zimmer brauchen oder eher was anderes. Ich könnte mir auch hier eine Fitness-Ecke vorstellen, je nachdem, welchen Beruf sie einschlagen werden. Dann wollen wir mal schauen, welchen Beruf Freddy ausüben wird. Wir haben ja schon einige zur Auswahl. Und hier siehst du schon das Schicksalsrad mit allen Berufen. Ich habe die hier nochmal alle aufgelistet. Aber ich habe hier auch sowas wie arbeitslos hingeschrieben oder selbstständig. Selbstständig sind für mich halt die Sachen wie Bilder malen oder Bücher schreiben oder Steinchen, Blümchen sammeln.
Also eher diese Geschichte. Ich werde jetzt hier nochmal dreimal durchwürfeln. Und dann schauen wir mal, welchen Beruf Freddy ausüben wird. Ich bin schon super gespannt. Und er wird Tatsache selbstständig. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Aber okay. Und ihr dürft jetzt bestimmen, womit er sein Geld verdient. Soll er Steinchen sammeln oder Bilder malen? Das dürft ihr bestimmen. Dann schauen wir doch mal, was Franka beruflich machen möchte. Hier natürlich das gleiche Spiel. Es sind alle Berufe vorhanden. Ich werde auch hier nochmal dreimal durchwürfeln. Und schauen wir mal, welchen Beruf Franka machen möchte. Also Franka wird er einen Teilzeitjob haben. Das kann ja was werden. Denn da verdient man nicht wirklich viel. Also sie wird dann von 18 bis 22 arbeiten. Sonntag hat sie frei, Montag hat sie frei und verdient nur 33 Simoleons die Stunde. Das kann ja was werden mit euch. Ferdinand, geht es schon irgendwie nicht gut? Ich glaube, du hast schlechte Laune. Aber das Geld kommt natürlich jetzt auch weg. Wir haben aktuell noch 5880 Simoleons. Denn das möchte ich auch sehr gerne auswürfeln. Und hier nehme ich einfach diesen Zahlengenerator und wähle einfach eine 0 bis ja ein Starterbudget. Ich denke, das passt ganz gut und werde einmal würfeln. Die Familie hat 13.049 zur Verfügung. Das ist okay, finde ich. So, 13.049. Und dann zeige ich dir nochmal den Stammbaum, denn die Familie Fein ist etwas größer. Das ist ja Franka Fein und sie hat natürlich zwei Eltern, also einen Vater und eine Mutter. Katja Klein und Kurt Klein. Die beiden haben natürlich noch Berufe, wohnen allerdings nicht mehr zusammen. Katja Klein ist eher eine Katzenliebhaberin. Kurt Klein liebt Hunde und irgendwie haben sie sich nicht mehr so gut verstanden. Freddy Fein. Das sind seine Eltern. Einmal der Papa Friedrich Fein, er arbeitet als Schriftsteller. Und Frauke Fein. Die Lebensdauer wird auf kurz sein, also Ferdinand Fein wird auch bald Geburtstag haben. Ferdinand Fein wohnt mit seiner Familie hier oben. Die Eltern von Freddy wohnen hier. Da kann ich euch das Haus auch nochmal kurz zeigen. Das ist die Oma von Ferdinand, also die Mama von Freddy und Opa Friedrich, der hier gerade am seinem Handy hängt. Zusammen wohnen sie hier ja, in San Sequoia in diesem wunderschönen Haus, haben beide noch Berufe. Sie ist ja, Tellerwäscherin und er ist Schriftsteller. Auch die Berufe von ihnen wurden schon erdreht. Und vielleicht wollt ihr auch die Charaktermerkmale wissen. Das werde ich euch dann auch von Freddy mal sagen. Ihr sollt ja diesen Beruf für ihn auswählen. Also Freddy ist Perfektionist, romantisch und kindisch. Perfektionisten haben ja es ja etwas schwieriger, Sachen herzustellen. Also sowas wie Schnitzen, Malen und sonst dergleichen. Vielleicht findet ihr dennoch einen perfekten Beruf für ihn. Ich bin schon sehr gespannt, womit er sich selbstständig machen soll. Und Franka, sie liebt die Natur, ist ordentlich und ehrgeizig. Da bin ich schon sehr gespannt, wie weit sie im Einzelhandel vorankommt. Ja, Frauke, die Oma, ist ordentlich familienbewusst und fröhlich. Und Opa Friedrich ist unberechenbar, treu und ein Genie. Und hier haben wir die unberechenbare Art von einem Familienmitglied. Denn wer die erste Staffel von Ferdinand Fein verfolgt hat, diese Staffel existiert nicht mehr auf diesem Kanal, das waren so meine ersten Anfänge, der weiß, dass Ferdinand ja auch unberechenbar war und vielleicht bekommt er ja irgendwann mal das Gen zurück. Und jetzt möchte ich dir noch kurz den Grundriss zeigen. Hier im unteren Bereich ist im Grunde alles ein Wohnzimmer, Essbereich, Küche, auch das Schlafzimmer und die Toilette. Und im oberen Bereich ist eher so der Hobbyraum, eine kleine Leseecke, aber auch Gäste haben hier die Möglichkeit zu übernachten. Wir haben ja zwei Betten. Die Mama von Frauke wohnt hier in diesem Bereich, Katja Klein. Oh, und so wie es aussieht, besucht uns Frauke, also die Mama von Ferdinand, uns hier gerade. Und Katja Klein hat er ein rustikales Haus. Du siehst es ja schon an der Einrichtung. Es ist dunkel gehalten mit ja, schweren Vorhängen. Und du siehst es ja schon bereits, sie ist eindeutig eine Katzenliebhaberin. Hier mit der Vase, hier mit den Stickern an der Wand. Der Kratzbaum darf natürlich nicht fehlen. Und ja, Frauke hat eine sehr junge Mutter noch, die hier halt ihren Abend gerade genießt. Vom Beruf ist sie Labortechnikerin
Sie hat zwar nicht mehr viel Geld zur Verfügung, aber das bekommt sie schon irgendwie hin. Hier hat sie einen kleinen Garten. Und falls ihr möchtet, kann ich auch sehr gerne alle Häuser, die ich hier gebaut habe, in die Galerie hochladen. Ich denke, 2 oder 3 müssten schon oben sein, aber halt noch nicht alle. Und die Charaktermerkmale sind eifersüchtig, sozial unbeholfen und selbstsicher. Ja, ich denke auch deswegen hat die Beziehung zwischen ihr und ihrem Mann nicht mehr funktioniert. Ich zeige euch noch schnell ihre Katzen. Hier im vorderen Bereich ist Peanut und das ist Pfötchen. Ja, der Mann von Katja Klein wohnt hier in Hanford. Er hat sich hier eine kleine Farm aufgebaut. Diese ist hier oben und er hat 2 Hunde. Ja, und mittlerweile ist es schon arg dunkel hier. Aber ich denke, du kannst dennoch sehr viel erkennen und sicherlich wird Ferdinand seinen Opa mal besuchen. Also hier wohnt Kurt Klein. Er hat hier einen Hühnerstall, einen Kuhstall. Er hat hier die Möglichkeit, viele Sachen einzupflanzen. Er hat auch hier einen kleinen Wintergarten und eine sehr helle Wohnung. Und er hat doch mit seiner Frau was gemeinsam, denn er genießt hier auch gerade seinen Abend. Beide Hunde wurden aus dem Tierheim gerettet. Das ist Maggie und hier ist der kleine Titus. Ja, und ich denke, ich werde hier nochmal den Stammbaum öffnen. Vielleicht werde ich auch einen selbst erstellen, denn ich finde, damit hat man einfach eine bessere Übersicht. Also wie du siehst, das ist jetzt der Vater von Franka und hier ist Ferdinand Fein. Also so gesehen sind wir dann schon praktisch in der 3. Generation mit ihm. Doch Ferdinand wird die Hauptrolle spielen. Und damit wir wissen, wie es in der ersten Folge losgeht mit der Real Legacy Challenge, dachte ich mir, werde ich schon mal drehen. Ich habe ja schon einige Vorschläge von euch bekommen. Diese stehen hier mittlerweile. Das hier ist der allerschlimmste Punkt. Das war alles nur ein Traum. Ihr wisst, was es dann bedeutet. Die Challenge ist dann sofort vorbei. Ich werde jetzt hier 3-mal durchwürfeln. Und dann schauen wir einfach mal, was uns in der allerersten Folge erwarten wird. Ich bin schon super gespannt. Ein Baby von einem anderen Sim. Das ist so krass. Sprich, die Eltern werden fremdgehen. Also einer davon. Das ist sehr krass. Jetzt bin ich gespannt, wer wird fremdgehen? Wird Freddy er ein Kind bekommen? Oder wird Franka ein Kind bekommen? Also so wie es aussieht, haben wir doch keine heile Familienwelt hier. Das ist ziemlich tragisch schon für Ferdinand. Ich bin sehr gespannt, wer fremdgehen wird. Ich habe jetzt hier mal ein paar Mal die Namen aufgeschrieben. Diese werde ich natürlich auch durchwürfeln. Und wer bekommt ein Kind? So wie es aussieht, wird Freddy fremdgehen. Dann werden wir uns natürlich darum kümmern. Ich bin natürlich geschockt, denn so sollte keine Folge losgehen. Aber das Schicksalsrad hat entschieden. Ich freue mich auf deinen Kommentar, auf deine Vorschläge für das Rad und wünsche dir einen schönen Tag.